Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, der nächste Teamschnack steht an und ich habe einen neuen Gast. Und zwar die liebe Ulla Knecht-Kubin aus Seligenstadt. Ich wollte dich immer noch mal fragen, welches Bundesland ist das eigentlich? Das ist in Hessen. Das ist Hessen. sozusagen so 30 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Ach, guck mal. Ich habe nie nachgeguckt. Ich weiß immer nur die Postleitzahl. Das ist so die Richtung. Ja, das ist so zwischen Aschaffenburg, Hanau und Frankfurt am Main. So. Da so das Dreieck so ein bisschen. Okay, okay. Ja. Haben wir wieder was dazugelernt. Ja. Absolut. Die liebe Ulla ist mit ihrem, ich muss kurz nachgucken, weil das ist gar nicht so einfach, Papperlapapp kreativ unterwegs. Ich blende das hier unten auch mal eben kurz ein, auch mit dir, mit deinem Logo. Und ich fand das ganz lustig. Papperlapapp ist ja eigentlich so, ich weiß nicht, kommt das aus dem Hessischen? Ist das bei euch, also ich kenne das Wort Papperlapapp, aber ich glaube eher, ich weiß nicht, ob es aus dem Plattdeutschen kommt, aber ich kenne es. Und das ist ja eher so eine, so ein, ja, wie man so sagt, so ach, Papperlapapp. Genau, ja, so ist es eigentlich, aber ich also komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, also da bin ich geboren und habe auch meine Kindheit da verbracht und das Wort gibt es da auch, also ich denke, das ist wahrscheinlich doch weit verbreitet in Deutschland und hat natürlich schon eher so ein ach, Papperlapapp, ne, so, ne, genau. Aber ja, wir fanden das damals, also ich habe ja 2000 angefangen mit Papperlapapp, also es gibt es schon ziemlich lange, also nicht Stamping Up, aber Papperlapapp. Und da hatte ich dann immer, ja, also da habe ich nach irgendwas Originellem gesucht, nach einem Namen. Und mein damaliger Mann hat dann irgendwann gesagt, Mensch, nimm doch Papperlapapp, da hast du die Pappe drin und das kannst du dann und dann auch noch so raus, also so ein bisschen als Wortspiel, ne? Und so ist das entstanden im Prinzip. Und jetzt muss man dazu wissen, du kommst aus der Buchbinde-Ecke. Ja, ne? Genau. Und deswegen richtig. Macht er natürlich Papperlapapp absolut. Ja, Pappe. Genau. Hat man mehr mit Pappe zu tun, wobei das ist auch so nicht ganz korrekt. Man hat beim Buchbinden auch sehr viel mit Papier zu tun, auch mit Bezugspapier und natürlich das Papier zum Beispiel in den Büchern und so weiter. Ne? Und Vorsatzpapier ist alles dünner als Pappe, aber natürlich bei einem Hardcover-Buch braucht man auch ganz klar Pappe. Ja. Und ja, genau, aus der Richtung komme ich dann. Ja. Genau. Als Demo bist du eingestiegen im Sommer 2020 bei mir im Team. Genau, das war im Juni zum Start vom Jahreskatalog. Genau. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir haben miteinander erst geschrieben und dann auch telefoniert, das weiß ich noch. Und ich fand das ziemlich lustig, so die, ich muss jetzt lügen, nächsten 3-4 Monate hast du unglaublich hohe Bestellungen gehabt. Ja. Irgendwann haben wir da auch mal drüber gesprochen und hast du gesagt, ich brauche das alles. Ja, ja. Ja, das weiß also, ich noch. Ich wollte ja dann, also das war ja noch, also das war ja schon in Corona, aber irgendwie hatte ich gehofft, dass das bis zu dem Herbst 20 sozusagen zumindest so ist, dass ich wieder Live-Workshops, das ist mein Ding. Also ich habe früher schon wirklich sehr viele Workshops gegeben, halt in Richtung Buchbinden, ja, eigentlich durchweg in Richtung Buchbinden und das ist so mein Ding. Also in Live mit Menschen, wir haben zum Beispiel in einem Buchladen, in unserem ortsansässigen Buchladen ein Buch gebunden und das ist einfach auch klasse, ne? Du sitzt mit in Büchern und bindest dir da so dein eigenes Notizbuch. Das ist auch immer eine ganz tolle Atmosphäre, ja. Und das ist so mein Ding. Und ich hatte irgendwie gedacht, ja, dann habe ich das und habe dann auch Insta ja dann auch gestartet und dachte, dann kann ich da Werbung machen und habe das dann da, wenn wir hier Workshops machen und die Leute können das mal so in echt halt in der Hand haben und können dann sagen, oh ja, das bestelle ich mir auch. Und das war ja dann alles nicht so, ne? Aber ich habe das schon natürlich auch, weil ich es einfach super finde. Deswegen bin ich ja auch dabei, ja. Also ich finde es einfach auch toll, wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann in meinem Regal, einfach greifen kann und sagen kann, ja, ich kombiniere auch mal 5, 6 Stempelsets, weil ich sie halt habe, ja. Ich meine, das biete ich so den Leuten nicht immer so an, weil die wollen ja nicht 5, 6 Stempelsets meistens auf einmal kaufen, aber so für mich oder so, oder wenn ich Karten mache und ich habe auch die ganze Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde, alle haben ständig irgendwelche Karten bekommen, ja. Ja, also ich
Ja, ich muss schon sagen, ich bin schon auch ein guter Kunde selbst von mir. Ja, das kann man so Wie ist das eigentlich? Hast sagen. du, hast du schon immer Karten auch mitgemacht? Oder war das wirklich so der Fokus aufs Buchbinden? Also, nee, ja, also es ist eigentlich mehr der Fokus aufs Buchbinden, wobei es geht ja nicht nur um Bücher beim Buchbinden. Na? Das geht ja beim Notizblock los, bei der Mappe, ein Fotoalbum, dann kannst du Schachteln machen, also Kisten, Kästchen, so Sekretäre mit so Schubladen und so, das habe ich alles gemacht. Und Karten habe ich angefangen im Jahr davor, also 19. Und zwar, wir fahren mit der Großfamilie, und es sind dann wirklich 60, 70 Leute, immer alle 2, 3 Jahre in so ein Kloster. So, das ist so eine Tagungsstätte, und da gibt es auch immer Kreativangebote. Und ich hatte bislang immer irgendwas gemacht, bunt Papier und Buchbinden, alles. Und da habe ich gesagt, ach, jetzt machen wir mal Karten. Und da hatte ich aber erst, ich glaube, ein Set oder zwei Sets von Stamping Up. Und dann habe ich so irgendwie halt mit meinen Buchbindesachen und meinen Buntpapiersachen so irgendwie probiert, daraus Karten zu machen. Da ging das los mit den Karten. Selber Karten, ich habe schon vorher selber Karten gemacht, aber natürlich nicht in dieser Art, ne? Die waren dann mehr, dass da vielleicht mal was aus Origami drauf war. Also gestempelt weniger. Es waren dann mehr ja, irgendwelche Falltechniken oder ja. Genau. Okay. Wo du gerade Insta gesagt hast, du bist Ja. ja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, sowohl bei Insta als auch Facebook. Das ist ja sowieso verknüpft, das ist ja mal das Schöne dabei. Man muss nur einmal arbeiten. Aber du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ja. Wann Und hast du das den war, aufgemacht? ja, das war ganz toll. Also ich habe, wir haben geswappt mit dir. Letztes Jahr, nee, 2020 war das. Zum Teamtreffen? Ja, Okay. und da habe ich so eine Wichtelkarte gemacht und Selma hat die gekriegt, also Selma Zierold, meine oder unsere Demo-Kollegin. Stempeluniversum, ja. Genau. Und die hatte dann gesagt, du hast so einen YouTube-Kanal, und ich habe gesagt, nee. Kanal. Und dann sagte sie, ach schade, dann hätten wir uns da irgendwie so verknüpfen können und so. Und willst du denn nicht mal diese Karte zeigen bei mir auf dem Kanal? Und dann habe ich gesagt, ach, oh ja, also natürlich schon irgendwo, ne? Ich fand das schön, aber ich habe gesagt, ich kann das doch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das technisch hinkriege und so. Und dann sagt sie, du, gar kein Problem, du kannst mit deinem Handy das einfach aufnehmen, du schickst mir einfach alles und ich schneide das dann irgendwie zurecht und ich mache das auf meinen Kanal. Und so ging das los. Und Guck da mal. hatte ich, das war im Oktober 2020 dann, ja. Also da, ich hatte kurz davor dann ihr dieses Video, das hat sie dann bei sich hochgeladen und hat da eben gezeigt, also mein Video quasi bei ihr auf dem Kanal. Und das fand ich dann irgendwie so genial, dass ich gedacht habe, okay, also jetzt probiere ich das. Und dann habe ich mir halt auch so ein Schneideprogramm zugelegt und habe halt auch so rum überlegt, wie der Kanal, also mit Kanalbanner und was da halt alles so wissen muss. Und habe, ja, seit Oktober habe ich das jetzt und habe 239 Abonnenten momentan und freue mich einfach. Also ich bin meistens regelmäßig unterwegs. Ich habe immer so ab und zu mal so ein paar Durststrecken, einfach wenn es halt beruflich, also mit meinem Hauptberuf ein bisschen mehr ist, dann ist das so, dann schleift es mal so ein paar Wochen, wo dann also nichts oder nur wenig kommt. Ich versuche zweimal die Woche Ja, eigentlich. das ist mit einem Hauptjob nebenbei nicht einfach. Ja. Weil man, ich glaube, ganz oft, wenn man nur Zuschauer ist, dann sieht man durchaus, okay, das ist, ich sage jetzt mal, ein Halbstunden-Video, klar, man muss ein Projekt vorbereiten, man muss die halbe Stunde drehen, aber so schlimm ist es ja nicht. Nur dabei hört es ja nicht auf. Die gleiche Ja. Zeit muss man ungefähr nochmal schneiden. Dann muss man Videos fürs Thumbnail, also fürs Vorschaubild, nicht Videos, Fotos machen. Fotos, ja. Man muss die bearbeiten, zurechtschneiden und dann das Gleiche muss man dann wieder für Instagram machen, weil es ein anderes Format ist. Und also da ist man schon echt eine ganze Weile mit Ja, beschäftigt, ne?
Aber es macht halt Spaß, weil Ja, absolut. im Prinzip ist es das, was ja so meins ist. Es ist ja wie Workshop, also halt ohne Menschen, klar. Ja. Aber im Prinzip ist es ja, wie ich erkläre, wie mache ich, was auch immer ich mache, ja. Wie macht man das, ja. Und ein ganz besonderer Punkt bei mir ist die Playlist Buchbinden trifft Stamping Up. Und das finde ich auch total genial, weil ich am Anfang nicht so gedacht habe, dass ich das so super gut miteinander verbinden kann, ja. Also natürlich habe ich mal eine Mappe gemacht und innen drin auf dem Vorsatzpapier was gestempelt oder so, ja. Aber jetzt, dass man auch mit dem DSP gut beziehen kann zum Beispiel, dass man selbst mit dem Tombow super gut kleben kann, also sowieso, aber auch buchbinderisch gut kleben kann, das habe ich halt jetzt auch erst im Laufe der letzten Zeit entdeckt und so und habe da dann so auch ganz tolle Rückmeldungen gekriegt und dann kamen die Selma mit ihren Buchbindetools, die super sind, die einfach ganz einfach das auch werden lassen und wir haben da auch eine Kooperation, sind wir eingegangen, wir netzwerken da ganz viel und das finde ich auch eben das Schöne, man sitzt ja nicht alleine da, man hat ja immer irgendjemand, der einem hilft oder der mitmacht oder von dem man auch wieder was lernen kann. Und das finde ich eigentlich auch das Angenehme an der Sache. Man rödelt nicht alleine vor sich hin, sondern man ist Teil einer Gemeinschaft, ja. Ja, und ich glaube, das ist es immer. Ich meine, als Demonstrator ist die eine Sache, sich Geld zu sparen fürs Hobby. Das ist ja auch schon mal sehr schön. Ja. Aber was, glaube ich, ganz, ganz viel vergessen wird, ist diese tolle Gemeinschaft, die man hat. Sei es mit einzelnen Personen, sei es, ich weiß, ganz viele aus dem Team schließen sich zusammen und machen Instagram-Hops oder Blog-Hops oder tauschen sich an sich aus, haben ständigen Kontakt. Da entstehen ja nicht nur Kooperationen auf, ich sag mal, geschäftlicher Ebene, sondern da entstehen ja auch wirklich Freundschaften. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch bei den beim Adventszauber mit den Papierschwestern habe ich letztes Jahr auch das erste Mal mitgemacht. Und das fand ich auch schön einfach, weil es war auch schön so zu gucken, was machen die anderen und so zu überlegen, was passt da rein und so. Ja, also das ist wirklich ein... Also das, ich finde, das ist immer was so ein bisschen ins Hintertreffen fällt, weil viele machen sich gar keine Gedanken darum, was bedeutet es denn, Stampin' Up! Demonstratoren zu sein. Klar, auf der einen Seite hat man halt sein Business, größer oder kleiner, aber... So alles, was mit dieser Gemeinschaft zu tun hat. Gut, jetzt sind wir durch diese blöde Pandemie natürlich alle virtuell, ne? Und vorher war es noch anders. Man hat sich wirklich getroffen. Man hat an Workshops teilgenommen. Man hat das Onstage gehabt, wo man sich treffen konnte, was ja immer eine Riesenveranstaltung ist und irre Spaß macht. Hast du jetzt noch nicht miterlebt? Nee, nur online halt. Ja, genau. Nur online. Online ist das zwar auch schon schön, weil da gibt es dann diese Networking-Runden und man lernt ja auch Leute kennen und vernetzt sich ja auch neu. Aber es ist nochmal was total anderes, wenn man in einem großen Veranstaltungsraum in einem Hotel steht mit 1500 anderen völlig Verrückten, wo es nur um Basteln geht und um Swappen geht. Und das ist nochmal was ganz anderes. Und ich hoffe sehr, dieses Jahr ist ja das Onstage in Wien, weil es ein Live ist. Und ich hoffe sehr, dass wir dahin können. Ich hoffe sehr, dass das klappt im November. Aber ja, im Moment wissen wir es leider noch nicht. Und nö, ich denke, das muss man dann einfach... Ja, das hofft man halt auf nächstes Jahr. So muss man das sehen. Genau, das lassen wir auf uns zukommen und dann gucken wir einfach mal, was dann zum Ende des Jahres passiert. Wir beide basteln ja auch noch ein bisschen was zusammen. Und ich finde das insofern ganz schön, weil da sieht man, dass du, also nein, man sieht da nicht das Buchbinden, aber das hat eine Verknüpfung dazu. Ja, das war mir wichtig, dass ich heute was raussuche, was wenigstens, naja, so. Doch, es wird schon zum Buchbinden schon, auch. Ne? Ja, aber es ist natürlich kein Buch, das könnten wir nicht in der Zeit machen. Das ist... auch online sehr schwierig ein Buch. Ja. Also das muss man, glaube ich, echt, kann echt ich machen. Mir, aber, kann ich mir vorstellen. Weil für so ein Buchbinden, da gehört doch einiges an Materialien zu. Und ja, auch Werkzeug einfach, was man nicht auf dem Schreibtisch einfach oder auch nicht in der Bastelschublade hat. Das ist so. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch nie ein Buch gebunden. Ich, vielleicht irgendwann mal, wenn du wieder Workshops machst. Ja, so in echt kommst du mal nach Hessen. Super gerne. Und dann, bestimmt spannend. Kannst du sehr gerne mitbinden.
Ja. Das ist bestimmt sehr spannend. Habe ich, wie gesagt, noch nie gemacht. Alben ist ja nochmal die eine Sache, aber ja, Album ist, und Buchbinden ist, glaube ich, durchaus artverwandt, wenn auch in entfernter Richtung. Aber ich glaube, Bücherbinden ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Allein von den Arbeitsmitteln, die man braucht. Ja, wobei im Prinzip, man kann es natürlich auch in einer, ich sage jetzt mal, Einfachversion machen und so. Also man kann es schon auch machen, aber es geht halt jetzt nicht so einfach. Ich sage jetzt mal, so eine Karte kannst du zur Not, wenn du ein Materialpaket zugeschickt bekommst und eine Schere hast und einen Kleber hast, sage ich jetzt mal, kriegst du das auch so hin. Ne? Mhm. Natürlich ist es toller, wenn du vielleicht noch einen Stemperatus hast und eine Schneidemaschine und, ein, und eine Stanzmaschine und so, aber du brauchst jetzt nicht erstmal so ein Potenzial, aber beim Buchbinden brauchst du halt schon so ein paar Sachen, die es einfach dann besser machen. Ja, genau. Ja, das ist so. Ja, ist halt ein ganz spezieller Bereich, ne? Ja, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, als erstes mal der Appell an die lieben Zuschauer da draußen, geht doch mal auf den Kanal von der lieben Ulla, guckt euch ein bisschen was an, gerade auch, wenn ihr am Buchbinden interessiert seid. Ich weiß aber auch von der Tepa-Werkstatt, wo du ja auch immer regelmäßig mitmachst, dass du nicht nur Buchbinden kannst, du machst auch ganz tolle Karten. Also von daher, danke für alle ein bisschen. Ja. Schaut gerne mal vorbei, lasst gerne ein Abo da, weil der Kanal wird mit Sicherheit im Laufe der Zeit wachsen und immer mehr Videos dazu kommen. Liebe Ulla, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Schnitt. Ja. Bauen mal um. Du musst noch deine Technik ein bisschen umbauen. Ja. Und dann basteln wir zusammen. Vorgeschnitten habe ich schon. Sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege. Aber na klar. Das sah jetzt nicht so super schwer aus. Nein, das ist auch nicht schwer. Meine größte Hürde bei den Projekten, und das war bisher immer so, ist die Zentimeterangabe. Ich muss ja alles in Zentimeter machen. Ja, da habe ich auch an dich gedacht, aber da musst du jetzt durch. Ja, ich bin es ja schon gewohnt von den anderen. Genau. Das Schlimmste, was mir immer passieren kann, ist, dass ich dann bei Inch anlege. Wenn du irgendwie sagst, so, und jetzt legen wir mal bei 2 an und ich mache dann. Ja, das ist dann halt bei Inch. Ich hab im Hinterkopf Zentimeter, Zentimeter, Zentimeter. Ja. Nee, also das ist, ich bastel durchaus auch in Inch, aber so irgendwie ist durchs Buchbinden halt die Zentimeter mehr in meinem Kopf und dann hast du das so drin und ja. Aber wenn es, je nachdem, wie es passt, passt manchmal auch Inch viel besser wie Zentimeter, weil es einfach eine gerade Zahl ist, sage ich jetzt, und nicht so was Schiefes und dann nehme ich die auch durchaus. Ja. Ja, genau. Ah ja, aber das geht schon. Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann werden wir mal im Umbauen machen, einen kurzen Schnitt und sind gleich wieder da. Jawohl. So, meine Lieben, wir haben umgebaut, beziehungsweise ich nicht, sondern Ulla, wie ihr seht. Und ich werde sie jetzt gleich mal großstellen, also pinnen, wie man das bei Zoom so nennt. Und dann erklärt sie uns das Projekt, was ihr da schon seht. Einen ganz kleinen Moment. Gut, liebe Ulla, los geht's. Ich bin gespannt. Ja, ich habe mir heute etwas ausgesucht, was schon auch mit Buchbinden zu tun hat. Und das ist ein kleines Glückskeks-Leporello. Und zwar jetzt ist zwar ja schon der 22. Januar, wenn wir das aufnehmen und wenn du es dann sendest, also online stellst, ist der dann noch ein Ticken später. Aber ich finde auch Ende Januar oder Mitte, Ende Januar kann man durchaus noch Glück im neuen Jahr verschenken. Und das ist ein Leporello. Jetzt muss der Knoten mal aufgehen. Ich habe das zugebunden, weil das ein Leporello ist, so zickzack, akkordeonmäßig. So. So. Ich stelle es jetzt mal so hin, zeige es euch jetzt mal von der Seite und von der anderen Seite. Und es gibt ja bei vielen traditionell um Silvester, Neujahr rum Glückskekse. Und deswegen ziert auch dieses Leporello vorne einen Glückskeks. Ich habe bei diesem Modell mich für das Designerpapier Glückssymbole entschieden, weil ich das einfach passend fand, ne, für alles Gute im neuen Jahr. Gedacht ist es so, dass man das entweder verschenkt und aber durchaus da noch was reinschreibt. Und zwar, es sind genau 12 für jeden Monat Seiten.
Und gedacht ist das so, dass man eben da entweder einen Wunsch für den Januar schreibt oder im Nachgang der Beschenkte zum Beispiel reinschreiben kann, diesen Monat mein Highlight war, ich weiß jetzt auch nicht, was es halt war, ne? Das ist dann, kommt dann drauf an, was es war. Und so ist das gedacht. Und man kann das natürlich auch in größer machen, in größer und Fotos reinkleben als Fotoalbum. Also so ein Leporello ist so ein Grundteil in der Buchbinderei auch. Und hat die Basis, also die Basis vom Buchbinden ist ja, wir beziehen Graupappe und das ist das ja hier vorne und hinten. Und dann macht man halt noch irgendwas damit, was anderes noch damit. Und heute jetzt mit euch zusammen habe ich mir überlegt, dass ja auch der Valentinstag vor der Tür steht. Und da kann man natürlich durchaus auch, jetzt nicht für jeden Monat, aber man könnte ja 12 nette, liebenswerte Sätze, die man jemandem schenken möchte, reinschreiben. Man kann natürlich auch stempeln. Es gibt ja auch viele schöne Stempelsprüche, die Wünsche sind, die man wünschen kann. Aber das Stempeln habe ich heute jetzt mal komplett gelassen. Und heute mit euch bastel ich jetzt quasi ein Leporello zum Valentinstag. Ja. Lustig ist, du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, welches Material du verwendest, nämlich, ja, dass du das mit den Glückssymbolen gemacht hast. Ja. Und ich habe mir das Designpapier aus der Collagenkunst ausgesucht. Ah ja. Aber als Valentinsgeschenk oder an sich für einen Herzensmenschen sowas zu machen, ist natürlich auch eine tolle Idee. Sehr schön. Ja, aber ich meine, man kann ja auch, also man müsste ja jetzt nicht zwingend Herzens- und Valentinstag, ne, das sage ich auch immer, das muss ja gar nicht unbedingt sein. Man könnte ja jetzt auch durchaus das zum Valentinstag verschenken oder mit Collagenkunst natürlich auch. Das geht ja mit jedem Designerpapier, beziehungsweise mit jedem Design. Das, was drauf ankommt, ist ja dann auch das noch, was ich hier fülle, ja, womit absolut. Ich fülle. Genau. Absolut. Ja. Okay, ich würde euch jetzt erstmal die Materialien einfach sagen und dann, die habe ich natürlich schon zugeschnitten, um das hier ein bisschen abzukürzen, aber man kann ja wunderbar bei YouTube auf Pause drücken und dann in aller Ruhe auch alles zuschneiden, was man so braucht. Und wir brauchen, ich möchte nochmal im Vorfeld sagen, alles, was Ulla jetzt vorstellt, alle Maße und so weiter, auch nachher das Falzen, das werde ich in der Infobox unterhalb des Videos nochmal reinschreiben, damit ihr das dann euch da nochmal rauskopieren könnt, wenn ihr wollt, oder auch anhand der Daten. Also es muss nicht rein übers Video sein, es kann auch ein Ausdruck werden zum Beispiel. Ja, genau. Okay, super. Für das Innenleben brauchen wir weißen Grundweiß Farbkarton und zwar einmal 7 cm mal 29 cm und einmal 7 cm mal 28 cm. Dann benötigen wir zweimal Graupappe und zwar zum Beispiel bei den Glückssymbolen, bei den besonderen Designerpapieren sind immer hinten so dickere Pappen drin und die kann man wunderbar dafür benutzen. Selbstverständlich kann man auch Graupappe, Buchbinde, Graupappe kaufen. Aber wie gesagt, das ist ja super, das ist ja eh dabei. Das ist ideal. Und das sind zweimal Pappe, und zwar 7,5 auf 7,5 cm. Und das schneide ich nicht mit der Papierschneidemaschine, sondern mit Cutter und einem Stahllineal, also einem Metalllineal. Das geht für mich am einfachsten. Man kann den Cutter, muss man mehrmals einfach an dem Lineal entlang führen, bis die Pappe durch ist. Und drunter natürlich, ganz wichtig, eine Schneidematte, sonst ist euer Tisch ruiniert. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Da braucht man also zwei. Dann brauchen wir für den Bezug, habe ich das Designerpapier Herz an Herz genommen und habe mich für dieses Design entschieden. Also genau, es ist ja immer zweiseitig, aber das soll außen sein. Das ist größer, logischerweise, weil wir das um die Pappe herum kleben. Das ist 11,5 auf 11,5 cm und zwar auch zweimal, weil wir eine Vorder- und eine Rückseite haben. Dann für innen drin, habt ihr gesehen, habe ich hier so Designerpapierstreifen geschnitten. Da habe ich jetzt wirklich alles genommen, also
alle 6 Designs, beziehungsweise es sind ja 12 Designs, die Vorder- und die Rückseite gerechnet, und habe erstmal von jedem 6 auf 6 Zentimeter geschnitten. Also da habe ich dann 6 Stück. Die habe ich dann nochmal geteilt, sodass man 3 auf 6 Zentimeter Hochkant hat. Selbstverständlich, also ihr seht jetzt hier, ich würde dann immer eins umdrehen und eins so lassen, und dann hat man immer da so, ne, 12 verschiedene Papiere. Ich habe es in Hochkant gemacht, zeige euch jetzt nochmal gerade das Fertige. Ihr könntet das natürlich auch selbstverständlich jetzt quer machen, hier oben kleben und unten was schreiben. Selbstverständlich könnt ihr auch schmalere Streifen nehmen, rechts und links, und in der Mitte was schreiben. Also ich denke, das sind so Sachen, oder Ecken. Also das sind einfach nochmal so Gestaltungsmöglichkeiten, stempeln, färben. Man kann ja auch kolorieren irgendwas. Also man kann da ja wirklich sehr viele Sachen machen. Ich denke, das ist dann das, wo ihr eurer Fantasie da keine Grenzen setzen solltet. Ich mache es jetzt aber auch in diesem Hochkantformat. Und für den Glückskeks brauchen wir einen Kreis. Und da habe ich aus den lagenweise Kreise den größten Kreis genommen und es ausgestanzt. Wenn ihr jetzt die lagenweise Kreise nicht habt, könnt ihr auch irgendetwas nehmen, was rund ist, und es umfahren und dann halt mit der Schere ausschneiden. Das funktioniert auch prima, ne? Weil das hat ja nicht jeder immer da. Und dann brauchen wir noch, der hat ungefähr 7,5 cm Durchmesser. Also nur mal so jetzt für die, die ein Gefäß suchen, ein rundes, statt der Stanzform. Und dann habe ich noch Band genommen, und zwar das Geschenkband in Leinenoptik Glutrot. Und da habe ich mir 4 Bänder abgeschnitten, so, ja, so, ich sage 15 bis 20 Zentimeter. Also ich bin ein Mensch beim Schleifenbinden, ich brauche immer ein bisschen mehr Band. Bis ich auch so eine Schleifen-Queen. Ja, also mittlerweile bin ich etwas geübter, aber es ist immer noch so, dass es meistens, wenn ich es dann versuche im Video, dass ich da 5-mal rum und immer denke, ich zeige es euch dann, wenn es gebunden ist, und schalte mal auf Pause, das ist manchmal besser. Ich kenn das, mache ich genauso. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, also ich habe eigentlich einen ganz guten Dreh mittlerweile raus, aber dann flutscht das Band und dann habe ich es doch zu kurz geschnitten. Also meistens schneide ich es dann lieber länger und habe halt dann leider ein bisschen Abfall, das ist dann so. Ja, ich lege das jetzt mal ein bisschen zur Seite erstmal. Was wir jetzt als erstes brauchen, sind diese beiden Streifen weißen, grundweißen Farbkarton. Und wir fangen mit dem kürzeren an, also mit dem 28 cm, und brauchen jetzt auch die Schneidemaschine und Falzen. Und zwar so gesehen alle 7 cm, aber nicht einfach alle 7 cm, sondern wir falzen also jetzt erstmal bei 7 cm und dann drehen wir das um. Also wir Vorderseite wird gedreht, weil das ja im Leporello gefalzt wird. Und es ja so ist, dass es sich einfacher in die eine Richtung knicken lässt, wenn wir falzen. Ich muss jetzt hier gerade noch aufbauen, also auseinanderbauen. Dann machst du die zweite Falz hast du dann auf der Rückseite quasi bei 14 Zentimeter. Genau, bei 14 gemacht, würde dann wieder drehen und die dritte Falz bei 21 machen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich mache erst bei 7 und 21 und drehe dann um und mache bei 14. Ja, ich persönlich liebe es immer Stück für Stück, dann weiß ich auch, dass ich jetzt nicht verrutscht bin, und ich sehe ja jetzt hier sehr deutlich, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass es eben sehr gleichmäßige Teile sind, so muss es, soll es ja sein. Ne? Also mir ist das immer lieber, ich mache das schön der Reihe nach und drehe halt zwischendurch, aber das kann man, wie gesagt, machen, wie man möchte. So, dann brauchen wir das längere Teil, und da falzen wir erstmal hier an der rechten Seite 1 cm. Das ist nämlich unsere Klebelasche. Wir müssen das ja aneinander kleben. Und dann drehe ich das um, also auch wieder die Rückseite, und gehe auf 8. Ne? Weil ich muss ja 1 plus 7 sind in dem Fall 8. Drehe wieder und gehe zur 15. Also auch wieder plus 7 und drehe nochmal und gehe zur 22. Und das ist im Prinzip schon alles an Falzarbeit. Das heißt, wir können die Schneidemaschine wieder wegstellen
und falzen das jetzt auch. Und es ist ja so, dass da, wo der Berg ist, das ist innen. Das heißt, der Berg liegt innen in der Falz. Das heißt, wir nehmen unser Falzbein und falzen jetzt erstmal schön im Zickzack. Beide Streifen durch. Hier auch wieder. So, genau. So, jetzt müssen wir das noch aneinander bringen. Und da ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir gucken, dass wir das so aneinander haben. Also ich stelle das meistens so auf, das ist das Einfachste. Und gucke, dass ich das so ineinander lege, dass ich immer schön in dem Zickzack bleibe. Ne? Das heißt, so muss es jetzt zusammengeklebt werden. Da könnt ihr jetzt entscheiden, was euch lieber ist. Ich nehme hier sehr gerne den Tombow Flüssigkleber, aber ihr könnt es auch mit dem Abreißklebeband kleben. Das heißt, also ich lege mir das etwas auf, werde hier jetzt gleich Tombow drauf streichen. Also ich muss gestehen, ich nehme auch in solchen Fällen lieber den Tombow. Weil wenn ich, gerade weil es so ein bisschen kleiner ist in diesem Fall, ja, wenn ich gar nicht so 100% gerade bin, dann habe ich beim Tombow noch Chance, ein bisschen zu schieben. Ne? Genau. Und das ist nämlich auch das, was ich da gerne machen will. Ich halte das nämlich jetzt auch hier, seht ihr ja, so, dass es wirklich dann auch passt. Drücke kurz, lege das jetzt richtig aufeinander und gucke und sehe, aha, ja, habe ich jetzt gut getroffen. Dann bei dem Abreißklebeband ist halt so, das klebt und dann klebt es. Und dann hast du Pech gehabt und ne, das ist dann alles nicht so schön. Ich mache das dann meistens nochmal ein bisschen auf, wenn es passt, und streiche einfach nochmal ein bisschen drüber. Braucht man nicht zwingend, aber das ist noch so von meinem Buchbinden. Wenn man mit Buchbindeleim arbeitet, ist man viel am so ausstreichen. Einfach, dass es gut hält. Ja, und damit haben wir im Prinzip eigentlich schon das Innenleben, ja, naja, nicht gestaltet natürlich. Da kommen jetzt diese Designerpapierstreifen drauf. Das machen wir auch, bevor wir das andere machen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Also, so wie ich das jetzt hier liegen habe, hier kämen dann die beiden Pappen dran. Das heißt, die ersten beiden Seiten lassen wir weiß. Also hinten und vorne quasi, lassen wir weiß, wo meine Daumen jetzt sind. Und aber bei den anderen können wir im Prinzip, wie auch immer, jetzt das Designerpapier kleben. Ulla, ist es wichtig, darauf zu achten, wo diese Klebelasche ist, ob die vorne oder jetzt hinten ist? Im Prinzip nicht unbedingt, ja, weil hier ist es ja auch so, ne? Ich habe die ja jetzt auch hier. Ne? Mhm. Also siehst du hier, ne? Die hat man einfach da dann an der Seite. Dann müsste man, wenn man jetzt das ganz doof findet, müsste man im Prinzip auf der Seite das kleben. Das könnte man ja auch, ne? Man könnte das jetzt so kleben und könnte hier schreiben. Ich persönlich finde das jetzt nicht. Ich persönlich finde, das ist egal, weil sie so oder so. Also so oder so, du siehst sie. Es gibt ja in dem Sinne kein Hinten, sondern das Hinten ist ja auch dein Buch, also dein Innenteil, ja, ne? Dein Librello. Von daher ist es egal. Natürlich, ich sage jetzt mal, wenn dich das jetzt sehr stört, dann könntest du ja auch überlegen, dass du ein ganzes Designerpapier da drüber klebst oder so, ja? Das wäre noch eine Alternative. Oder ein Streifen oder so, ja? Also mich persönlich stört es immer nicht so, weil ich denke, das gehört einfach dazu, ne? Alles klar. Aber genau. Und jetzt verteile ich das einfach. Ich überlege mir das, mache das meistens so ein bisschen nach System, dass ich mir das einfach so hinlege und dann auch gleich die Gegenseite hier oben hinlege. Und guck dann, dass das so einigermaßen schön aussieht, also dass es jetzt nicht ganz so unruhig wird. Ja, müssen wir mal gucken. Und das muss hier, ich glaube, jetzt habe ich es oder habe ich irgendwas
Ja, manchmal ist das auch, nee, so stimmt's. Ja, genau. Ja, und dann wird es einfach festgeklebt jetzt erstmal. Und da kommt es halt jetzt auch drauf an, wenn ich das jetzt so verschenke, dass ich das schon befülle mit, auch noch mit Worten sozusagen oder vielleicht auch mit einem kleinen Foto, ein kleines Passfoto würde ja jetzt hier zum Beispiel auch reinpassen, dann würde ich natürlich immer mir erstmal genau überlegen, was ich mache und würde gegebenenfalls auch jetzt nicht lauter gleich große Designerpapiere reinkleben. Ja, das mache ich jetzt nur, weil ich halt noch nicht weiß, was ich genau, wie ich es mache, aber im Prinzip würde ich mir dann erstmal überlegen, wie der Inhalt ist. So jetzt, wenn man das jetzt jemandem schenken will, dass er selber was reinschreiben kann, muss man ja irgendwas vorgeben. Und da, genau, gebe ich dann eben vor, dass ich das jetzt einfach hier so draufklebe. Man könnte, wie du das vorhin schon gesagt hast, man könnte jetzt natürlich auch beigehen, mal einen dünneren Streifen, mal einen dickeren Streifen, mal oben, mal unten, mal rechts, mal links. Ja. Dann ist da natürlich noch ganz viel Abwechslung drin. Ja. Aber da, das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte und wie es bei jedem auch passt. Ne? Ich hatte auch erst die Idee, mit Quadraten auszustanzen, dass man wie so einen Rahmen hat, weißt du, und innen drin das Weiß hat. Ja, nur da habe ich dann gedacht, das ist jetzt für jetzt hier so zum Zusammenbasteln ein bisschen, also fand ich jetzt zu aufwendig. Aber wie gesagt, ja, das ist ja... Ja, da hat man aber auch jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, also, richtig. Man könnte jetzt auch zum Beispiel auch ja, Stanzformen, ne? Also also Stanzteile reinkleben. Ja. Also müssen ja noch nicht mal nur Herzen sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Blumen, Hunde, Katzen. Also wir haben ja genug Auswahl. Ja, das stimmt. Da mangelt es jetzt nicht so dran. Genau. Ja, letztendlich drehe ich es dann um, wenn ich die eine Seite habe und mache gerade auf der anderen noch weiter. Gut, und damit haben wir das Innenteil im Prinzip schon erledigt. Ich stelle das jetzt einfach mal so hin. Und dann kann es jetzt darum gehen, dass wir diese Pappen beziehen. Und da drehe ich also die Seite, die den Klebstoff abbekommt, also die Innen, also die man nicht sieht, die sehen wir jetzt. Und legen uns die Pappe da drauf. Dann brauchen wir noch einen Bleistift. Gut wäre auch noch, wenn er gespitzt wäre. Ja. Und jetzt gucke ich, und das mache ich wirklich nach Gefühl, dass es gleich groß der Rand drumherum ist. Das mache ich aber wirklich nach Gefühl. Das könnte man jetzt auch messen, aber ja, wichtig ist, dass man sich das einfach anzeichnet, einmal drumherum. Genau. Und dann seht ihr im Prinzip jetzt, wo ihr als erstes den Tombow-Kleber draufgeben müsst. Und zwar, ich gebe das direkt auf die Linie, also dass man wirklich bis an den Rand dann auch die Pappe dran klebt. Und ein bisschen mehr als sonst. Ne? Wenn ich sonst aufklebe, bin ich ja da, kann man ja sehr sparsam sein mit dem Tombow. Aber hier jetzt bei Pappe bin ich ein bisschen großzügiger. Das heißt, ja, ich lege das dann hier so drauf. Drücke da mal fest, drehe dann mal um und gucke, aber da schlägt es ja keine Blasen und nichts. Wenn man den Buchbindeleinen nimmt, der ist wesentlich mit mehr Wasser, da muss man dann immer gucken, dass man so wie beim Tapezieren die Luftblasen rausstreicht. So, und jetzt will ich das ja noch umbiegen, hier die Seitenränder, und da habe ich was zu viel. Und da gibt es ein ganz tolles Tool von der Selma. Das finde ich super. Ich zeige euch das einfach nur mal kurz, zeige euch aber auch gleich natürlich, wie es ohne Tool geht, weil ihr das jetzt wahrscheinlich ja nicht zu Hause habt. Das legt man einfach so an und kann dann hier so einen Bleistiftstrich ziehen, und dann hat man hier den Abstand, den man braucht zum Abschneiden. Ich erkläre euch das jetzt aber auch ohne. Es ist so, dass ihr zwischen dieser Ecke, der Pappecke und dem Schnitt müssen ungefähr 2-3 Millimeter sein. Also dieses hier, das müssen 2-3 Millimeter sein. Wenn ihr direkt daran abschneidet, dann sieht man die Ecke. Das heißt, ihr müsst immer ein bisschen Abstand haben zum Schnitt. Und ich mache das ganz oft auch einfach, dass ich die Schere nehme
und ohne Anzeichnen einfach hier so eine Ecke abschneide. Es muss also nicht zu 100% gerade sein. Nein, es ist natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt mit dieser Schablone macht, ist es natürlich so, dass ihr nachher, wenn ihr das reinklebt, ein wunderbares Viereck da habt, aber das sieht man nachher gar nicht, weil ihr klebt ja diese erste Seite nachher so drauf. Mhm. Ja, das heißt, ihr seht da gar nicht, ob das jetzt ein bisschen mehr rechts bunt ist oder ja oder nicht. Das heißt, von daher kann man das, ja. Wichtig ist wirklich nur, dass man nicht direkt an der Ecke abschneidet. Das ist ganz wichtig. Sind diese 2-3 Millimeter wichtig oder kann es auch ein bisschen mehr sein? Du kannst schon mehr machen, aber dann hast du ein bisschen zu viel Papier, was du nachher da noch so wegdrücken musst. Das ist aber auch nicht schlimm. Also du musst jetzt nicht messen, ne? Du musst nicht messen. Es ist besser, du hast mehr wie weniger, sozusagen. Das ist in dem Fall besser. Okay. Ja, ja genau. Ja, und wenn man das dann so abgeschnitten hat, dann finde ich besonders wichtig jetzt, wenn wir mit dem Tombow-Kleber das beziehen, also wenn ich das mit dem Buchbindeleim mache, habe ich einen Pinsel, da trage ich den Leim mit dem Pinsel auf, der wird einfach jetzt hier gepinselt und fertig. Jetzt mit dem Tombow, da gehe ich immer erstmal hier auf diesen Papprand, wenn es rauskommt. Das ist auch wieder so ein, ja, genau. Also, dass wirklich dieser Rand gut eingeklebt ist und dann einfach auch wieder möglichst am Papierrand, also so nah wie möglich, so dass es halt nicht so rausquillt. Aber man braucht natürlich ein bisschen mehr Kleber. Und dann ziehe ich das hier so hoch und drücke das auch hier so ein bisschen fest und ziehe es dann so um die Ecke rum und ziehe das praktisch so runter, dass das einfach straff um die Pappe rum geklebt ist. Und jetzt seht ihr, sind da hier so diese Tasche, nenne ich das immer, das ist keine Tasche, ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwann mal Tasche genannt habe. Und je mehr ihr natürlich habt, also stehen lassen habt, umso größer ist die Tasche. Das heißt, unter Umständen müsst ihr einfach ein bisschen mehr, das wird dann so runtergedrückt, also hier so mit dem Fingernagel einfach oder mit dem Falzbein, kann man auch, ist egal. Wird es einfach hier so runtergedrückt. Ich halte es mal ein bisschen näher und hoffe, dass ihr das gut sehen könnt, dass das jetzt hier so platt gedrückt ist. Das ist wichtig, damit ihr, wenn ihr das nachher hier so rumdrückt, dass euch das da einfach nicht im Weg ist, dass das dann nicht blöd absteht. Und der nächste wichtige Punkt ist, immer gegenüberliegend arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt das geklebt, also muss ich das Gegenüberliegende als nächstes kleben. Auch wieder. Oh Mann, ja, das ist immer das, wofür Effekt kommt der Kleber nicht raus. So, auch wieder hier auf den Rand. Dann ziehe ich das hier so hoch, drücke das auch so ein bisschen fest und klappe das um und ziehe das so ein bisschen runter, einfach, dass es richtig straff. Und auch hier drücke ich dieses überstehende Papierteil runter. So. Und dann kommen eigentlich noch die verbleibenden Seiten. Da auch wieder möglichst nur an der Pappe dann, also nicht auf diesem Stück, sonst quillt der Leim so raus. Und dann hier auch wieder drauf. Und ich ziehe es wieder hoch. Und ich rüber. So. Ja. Und noch die letzte Seite. Und auch wieder ziehen. Ja. Genau. Okay. Ja, und damit wäre jetzt die erste Seite, das erste schon bezogen. So, das zweite ist jetzt auch bezogen. Die zweite Pappe. Und jetzt geht es darum, mit den Bändern das in Verbindung zu bringen.
Und das mache ich jetzt so, ich merke, dass es hier nicht wirklich ein Oben und ein Unten gibt. Das heißt, ich muss mich einfach ein bisschen entscheiden. Ich würde jetzt mal sagen, das nehme ich so rum und das nehme ich so rum. So, und das ist ja mein, so rum gehört das dann. Das heißt, ich klebe das jetzt hier so dran, aber ich muss vorher rechts und links so ein Band noch befestigen, also so. Und das mache ich mit dem Doppelseitenklebeband, mit dem Abreißklebeband. Ja, es ist doppelseitiges Klebeband. Und ich, ja, ich mache es tatsächlich so, aber man kann es auch wirklich nach Geschmack machen. Ich messe das jetzt. Bin da so eine, ja, lieber messen. Und zwar also 7,5, das sind so ungefähr 3,75. Ich bin da auch gerne ganz schräg unterwegs und mache mir da so 2 Striche dran. So, und habe dann da... Ich ganz persönlich habe zum Glück ein echt gutes Augenmaß. Ja. Und ich kann das so machen. Ja, ich mache das für mich auch so. Wenn ich es aber zeige, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, dann zeige ich lieber, dass man messen kann. Und da kommen jetzt einfach nur 2 solche Stückchen von dem Abreißklebeband. Jetzt muss ich noch mal einen Schluck trinken gerade. Wenn man so viel redet, wird es doch ein bisschen trocken im Hals. So, und dann zieht man das ja ganz normal ab. Dann klebe ich praktisch diese beiden Enden hier, also ein Ende hier. Einfach nur mal, dass es fixiert ist. Das andere Ende da. Und das Gleiche mache ich jetzt gerade auch nochmal auf der Seite. Ich drehe das nochmal um. So, dann die anderen beiden. So. Jetzt gucke ich noch mal, ne, weil jetzt habe ich es ja dreimal gedreht. Also das soll mein, also es soll unten sein sozusagen, das ist meine Vorderseite. Und das nehme ich jetzt mal so zusammen. Das ist dann auch vorne. Das kommt dann so drauf. Und das heißt jetzt, dass ich das umdrehe, mir so hinlege. So. Und jetzt muss ich diese Seite einleimen, also mit dem Tombow. Oh Mann, oh Mann. Da ist auch wieder wichtig, zwar schon am Rand, aber nicht zu sehr am Rand, weil sonst fehlt es euch da wieder raus. Das ist auch nicht so toll. So, und dann lege ich das jetzt wirklich so hin, dass ich eben das mittig draufklebe. Ihr kriegt das wahrscheinlich besser hin, weil ihr mit dem Kopf drüber gehen könnt. Ich mache das jetzt so einigermaßen nach Gefühl in der Mitte. Drückt es kurz fest, macht es dann aber auf, weil ich dann hier besser nochmal das einfach kurz anreiben kann. Da muss ich ja sagen, da lobe ich mir, das habe ich bisher immer gehabt beim Team Schnack, dass ich auch einfach nur mal mitbasteln kann. Ich kann meinen Kopf darüber legen und nicht so wie in meinen Videos, auch wie du jetzt so aus Entfernung, sondern ich stelle da richtig meinen Kopf rüber, ich kann mir das vernünftig angucken, das wird alles schön gerade. Das ist doch ein Luxus. Ja, das ist wirklich ein Luxus. Und jetzt habe ich gerade meine eigentlich Vorderseite als Rückseite gemacht, merke ich gerade. Und zwar deshalb, weil ich es auf den Kopf hingestellt hatte. Macht aber nichts. Ist nicht schlimm. Aber da seht ihr, das passiert einfach. Und zwar, ich möchte ja das sind ja Herzen, das ist ja ein Muster, was ein Oben und Unten hat. Das heißt, es muss ja so sein. Und ich hatte es jetzt einfach gedreht, ohne es bemerkt zu haben. Also
ich hoffe, dass ihr das jetzt mitbekommt, bevor ihr geklebt habt. Meistens guckt man ja erst mal noch ein bisschen weiter. Ja, es ist einfach so, dass das ist jetzt, wobei das ja hier egal ist, das ist ja so durcheinander, das kann ja ruhig so sein. Aber ihr müsst einfach darauf achten, wenn ihr einen vorne und hinten habt, dass ihr wirklich das nochmal schaut, dass das auch richtig rumsteht. Also, dass ihr das auch in der richtigen, ja, oben, unten Position habt. So, also, jetzt kommt hier nochmal Kleber drauf. Und wenn ihr das zweite dann klebt, die zweite Stück Pappe, dann müsst ihr einfach nur schauen, dass ihr jetzt hier das übereinander, also dass das, also erstens mal das Band sollte nicht dazwischen liegen, das wäre ungünstig. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr hier quasi das so hinkriegt, dass ihr das hier übereinander habt, die beiden Pappen. Aber das ist das Gute am Tombow, dass man halt wirklich noch so hin und her schieben kann, bis das dann wirklich auch jetzt hier richtig gut übereinander liegt. Ja, dann öffne ich das auch wieder. Und genau. Und damit ist jetzt das schon fertig. Im Prinzip kann man jetzt da dann schon sich an den Schleifen probieren. Ich bin ganz still. Ich mache nämlich schon gerade eine Schleife. Sehr gut. Ja, das ist das, was ich auch bei YouTube dann manchmal schwierig finde, wenn ich so total konzentriert bin und irgendwann merke ich dann, oh je, es ist so leise irgendwas. Ja. Zumindest nebenbei erzählen oder so. Ja, ja, genau. Ja, gut. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, wo mein, ja, so ist. Hier ist vorne. Muss noch einmal aufmachen, weil ja, es ist einfach wichtig, dass wir wissen, wo vorne ist. Weil da kommt ja unser Glückskeks hin. So. Genau. Ja, und dann machen wir im Prinzip noch einen Glückskeks. Dazu brauchen wir noch, das hatte ich vorhin vergessen, ein Streifen von Kopierpapier oder einfach so ein dünnes Schreibpapier, ungefähr einen Zentimeter. Und die Länge kommt ein bisschen drauf an, was ihr schreibt, weil da könnt ihr jetzt irgendwas reinschreiben. Also ihr seht hier, ich habe hier einen Spruch reingeschrieben. Den muss man aber vorher schreiben, weil der wird da so reingeklemmt. Also ihr könnt das nicht mehr nachher beschreiben. Das heißt, ihr müsstet jetzt da irgendeinen Spruch schreiben. Also ich schreibe jetzt einfach nur mal viel Glück, weil ja, also zu kurz sollte es nicht sein. Das heißt, wenn ihr jetzt hier euch den Glückskeks so vorstellt, das kommt ja da so rein. Ein bisschen rausgucken, finde ich, darf es auch. Also ich hatte mal so gesagt, so vielleicht auch maximal 10 Zentimeter, dass es so ein bisschen rausguckt, dass man ihn dann rausziehen kann. Ja, also der wäre jetzt ein bisschen klein, aber könnte es auch ein bisschen größer machen. Ich schneide jetzt einfach nochmal ein bisschen ein längeres Teil zu, dann ist es zum Zeigen einfacher. Hab da einfach nochmal viel Glück drauf. Aber das könnt ihr, da kann man zum Beispiel auch was stempeln. Es gibt ja auch schmale Stempelsprüche. Das kann man gucken. Und dann brauchen wir noch unseren Kreis. Wir basteln quasi jetzt den Glückskeks für vorne drauf. Und dann müssen wir den mal so nicht direkt knicken, aber mal so die obere Hälfte mit der unteren Hälfte zusammen und müssen hier an der Stelle ein Stückchen Klebeband, Abreißklebeband. Oder die, da wo Klebeband ist, das ist quasi die Innenseite fürs Muster, ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, das ist außen, das sieht man. Also ja. Das, genau, ja, da wo das Klebeband ist, das sieht man quasi nur so ein bisschen, wenn man reinguckt. Ja, genau. So. Und dann muss man, wie gesagt, ganz dringend den Spruch reinlegen. Das ist ganz wichtig, dass man den vorher reinlegt. Und jetzt klebt man quasi nur das Stückchen mit dem Klebeband hier fest. Also nur so, dass das praktisch wie so eine, ja, weiß auch nicht, wie so eine Tasche, ne? So ist. Und dann drückt man das hier so ein bisschen platt. Aber nur ein bisschen. Also es sind nicht wirkliche Knicke. Und dann muss man ungefähr die Mitte treffen. Und knickt das dann hier so zusammen.
also man muss auch nur ungefähr die Mitte treffen, ne? Also dann sieht das ja schon aus wie so ein Glückskeks, ne? Da muss man jetzt noch ein bisschen, boah, so ein bisschen drehen. Da habe ich jetzt, muss ich nochmal den Keks ein bisschen, also den Spruch noch ein bisschen schieben, dass er ein bisschen gleichmäßiger rausguckt. Das sieht einfach besser aus. Und wenn ich diesen Knick dann gemacht habe, dann brauche ich auch nochmal das doppelseitige Klebeband, weil das ist jetzt so eine Klebestelle, die leicht aufgeht. Das heißt, ich klebe mir hier von der Mitte von dem Knick nochmal nach außen so ein Stück drauf. Von dem Abreißkleber. Könnte man da auch einen kleinen Punkt Tombow nehmen oder wäre das zu wenig? Also ich habe die Anleitung ja nicht selber erfunden, sondern auch von einer Bastlerin sozusagen abgeguckt. Und die sagt, dass das wieder aufgeht. Ah, okay. Also die nimmt sogar doppelseitiges Klebeband und Tombow. Ja? Okay. Also, aber ich mache das jetzt meistens so dann mit dem doppelseitigen Klebeband. Ich nehme mal an, wenn man es lange genug hält, kannst du das auch mit dem Tombow, nur mit dem Tombow machen. Du musst es dann halt eine Weile halten, bis es, bis es halt sozusagen, ja. Und dann muss man halt diesen Glückskeks noch so ein bisschen formen. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, da muss man einfach so ein bisschen drücken und ziehen und nochmal mit dem Finger rein, soweit es geht, oder mit dem Falzbein, dass der dann am Schluss halt wie so ein typischer Glückskeks aussieht. Und dann wird er im Prinzip nur noch hier drauf geklebt. Und das habe ich mit Tombow gemacht. Oder ich muss noch mal etwas fragen. Ja. Man hat ja, wenn man das zusammenklebt, einmal die, wie soll ich das sagen, diese Lasche zur einen Seite und auf der anderen Seite ist das Ding ja glatt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Genau. Ja. Und die Lasche gehört nach vorne, also da gucke ich drauf. Die Lasche gehört nach vorne. Warte, ich überlege jetzt gerade mal, wie du das machst. Also, also du kannst den Keks so rum oder so rumnehmen, wenn du das meinst. Das meine ich damit. Genau. Und guck mal, es ist jetzt bei mir so, also ich genau, habe diese Lasche da. Genau, genau. Ja, oben der Bogen quasi, der oben drüber liegt. Ja. Also du kannst es auch mal umdrehen, aber ich habe mir jetzt versucht vorzustellen, allerdings hatte ich keinen echten Glückskeks da. Da habe ich auch gerade ein Problem mit, wie die aussehen. Genau, und ich fand, dass das eher so aussieht, wenn ich den Glückskeks so in der Hand habe, aber wahrscheinlich ist es andersrum, wo du es gerade sagst, ja. Also ich bin mir total unsicher, deswegen frage ich. Aber kann ich auch, also wenn man es umdreht, andersrum, ja, dann sieht das eher aus wie zwei Kegel, die aneinander... Ja. Kleben. Also ich denke mal, so wie du es jetzt hast, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ja, also weil ich finde, das sieht eben eher aus wie ein, also ich finde, dass man eher auf die Idee kommen könnte, dass es sich um einen Glückskeks handelt. Ja, absolut. Genau. Ja, ja, und im Prinzip ist das jetzt ein Leporello, dass ihr auch in verschiedenen Maßen einfach anpassen könnt. Ich habe also den, das kann ich vielleicht noch als Tipp verraten, wenn ihr ein anderes Maß machen wollt. Die Pappe ist also insgesamt nur 5 mm länger und breiter. Man könnte natürlich rein theoretisch auch mehr Rand lassen, aber dann wird es mit dem Stehen schlecht. Also je kleiner das Leporello ist, und die Pappe, dann sinkt es so in sich rein. Das heißt, es ist ganz gut, wenn das möglichst knapp drumherum ist. Ja, und das ist heute unser Werkstück. Sehr schön. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir bauen noch mal eben kurz die Technik um, sodass wir beide noch mal wieder zu sehen sind. Dann sind wir gleich noch mal wieder da. So, da sind wir wieder und ich darf mit Stolz präsentieren. Ich habe auch eins fertig gekriegt. Mach das mal auf. Dann kann man nämlich mal sehen. Also das ist mit dem aus der Collagenkunst. Mhm. Und huch, ich muss das am Bein. Ja, machen. Hinten musst du auch noch machen, genau. Und so sieht das dann von innen aus. Das ist auch sehr, sehr das froh. Das sieht total schick aus mit dem Designpapier. Ja. Aber das Collagenkunst ist sowieso, ich glaube, das hängt aber auch viel damit zusammen, ich bin ja so ein Celadon-Fan. Ja, ich auch. Farbe Celadon ist ja mein absoluter Favorit der neuen Incolor. Bodengrün und Celadon zusammen passt sowieso unglaublich gut. Ja. Und das ist in diesem Papier natürlich viel drin. Und deswegen habe ich da auch gleich zugegriffen. Ulla, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe ganz viele, ganz tolle Tipps gekriegt.
Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ja keine Albenbastlerin oder auch Leporellos. Ich habe schon mal ein Leporello gemacht, aber in einer Box. Und da war nichts mit Pappe. Nee, da hast du es ja anders drin, genau. Mit dem Umbinden oder Umlegen des Designpapiers waren super, super wertvoll für mich. Sehr schön. Ich danke dir für die Einladung. Das war sehr schön. Ja. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns ja hoffentlich nächste Woche. Ja, ich glaube, ne? Ja, wir sehen uns. Wir haben Teamtreffen. Ja. Dieses Mal ein Crossover. Das wird eine riesengroße Runde dieses Mal. Ich freue mich da riesig drauf. Ja, das Thomas toll. Kepler, der DDM, ist ja mit dabei. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, es war ganz toll, mit dir mal zu schnacken, mal so ein bisschen zu hören. Dein Projekt war richtig super. Finde ich wirklich, wirklich schön. Und wie gesagt, vielen Dank für die Tipps. Kann man sehr gut gebrauchen, immer. Und wir lassen das mal im Hinterkopf, wenn wir wieder dürfen. Ja. Ich immer mal irgendwo unterwegs bin. Ja, gerne. Dann halte ich gerne mal bei dir an. Und selbst wenn du keinen Workshop machst, dann mache ich für dich einen Workshop. Das ist auch kein Problem. Man kann auch gut zu zweit Buch binden. Das ist ich denke auch, das kriegt man gut hin. Ne? Ja. Liebe Ulla, ganz herzlichen Dank. Und, ja, gern geschehen. Nochmal an alle, die zuschauen, geht unbedingt mal auf den Kanal von Ulla. Ich blende euch das unten nochmal ein, wie das heißt, weil vielleicht nicht jeder kennt das Wort Pappelapapp. Da ist nochmal die auch das Logo von Ulla zu sehen. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr die Maße für dieses Projekt braucht, sowohl die Papiermaße als auch die Falzmaße, das findet ihr alles unterhalb des Videos in der Infobox. Dort könnt ihr euch das rausschreiben oder rauskopieren. Liebe Ulla, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ja, Sonja. Bis auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.